Was, das Reed geht wieder runter? Na, geht ich schon wieder auf. Vielleicht naja, es ist je nachdem, wie Energie gesaugt wird, aber ich glaube, du musst die komplett wegnehmen vom Dach. Okay, dann, wie gesagt. Es muss auf ein paar hundert raufgehen, dass da gleich die Königinnen kommen und so. Genau, dass du um die Ohrwaschel fliegst. Ja. damit wir wenn wissen, was wir machen. Wir nur mehr eine Bauruine. Damit wir wissen, was wir die letzten paar hundert Stunden geleistet haben. Herrlich. Bin gespannt, ob du das dann auch noch sagst, wenn da oben alles in Schutt und Asche liegt, die bleibt dann herunten. Ja, es wird mir nicht viel bringen, weil die Energie, die ich da unten einsetze, kommt von oben. Und wenn da oben empty ist, dann wird es da unten genau. Auch schnell leer. Dann wird es unten genauso. So. Also geschätzt, wir haben es nicht gezählt, wie viele solche Reducer haben wir denn jetzt verbaut eigentlich? 200? 60. Also, ha, jetzt. Ja, juhu! Ja, wo? Da drüben habe ich es aufgebaut. Juhui! Ich bin so aufgeregt. Opi, es hat geschneit. Grüß Vati. Ja, genau. Grüß Vati. Es hat geschneit. Sagt nur den älteren Semestern garantiert was. Na Moment, so alt bin ich noch nicht. Ich bin 30 plus. Das wissen alle, dass das nicht stimmt, weil damals hat es im PCB ja nicht mehr gegeben. Na gut. Oh ja, doch. Kommt hin. Da hinten ist eine Kapsel jetzt niedergegangen. Okay, also ich würde sagen, da kommt eine große Menge an Gegner, die haben schon das arme Raumschiff zerlegt. Nein, es war wieder so eine Rettungskapsel, ne? Gleich im Flugkanal. Die spawnen die wieder oder bleiben die? Die Rettungskapseln? Ja. Ich glaube, die bleiben. Okay, dann warte ich noch bis der Angriff. Ja, also die ist sicher nicht so schnell weg. Und selbst wenn sie despawnt, kommt garantiert eine neue. So. Spätestens beim nächsten Serverstart. Ich habe nämlich einen schweren Verdacht, warum wir immer noch Rettungskapseln haben, dass das auch mit dem Server zusammenhängt. Immer wenn man den runterfährt und neu startet, ist so wie der Hive meint, dass sie immer wieder resettet, dürften die Rettungskapseln sie auch resetten. So, noch habe ich keine Info. Ja, dann nimm nur Reducer weg. Jetzt. Nein. Das nicht so zimperlich. Die sind am Weg. Die sind garantiert. Ja, Alter, ah ja, da drüben. Scheiße, die kommen am falschen Eck. Na, siehst. Runter, abbauen, rüber, wieder. Haben wir gleich. Die beeilt geschwind durch Nacht und Wind. Hinter ihr die Wespen hier. Reimt sich nicht ganz. Pass auf, kaum habe ich das abbaut, drüben aufbaut, kommen sie von der anderen Seite. Das ist. Eine kleine Verarsche. Einfach nur Arschlöcher. Wie sie immer. Ja, genau. Wespen halt. Sind einfach nur Arschlöcher. Bei Gans stimmt das ja nicht. Sie sind irre gute Insektenjäger. Was man immer wieder merkt im Sommer. Ich glaube, ohne denen würde man es nicht aushalten. So, wie war das, wie war das, wie war das? So, dann machen wir mal Ping. Natürlich alles vorhanden außer Lithium. Cool. Ja, nicht so schnell, Jungs. Kommt immer Freude auf. Dreht's noch mal um, bis ich mehr Zeug aufgebaut habe. Genau. Bitte wartet, bis ich mit dem Bau fertig bin. Genau. Ups.
Also Lithium ist mit Abstand das beschissenste Erz. Ha! Er macht etwas. Er scannt. No free collector to collect it. Okay, irgendwas mache ich falsch. Lithium. Kleiner 1%, wollt ihr mich verarschen? Was tue ich mit kleiner 1%, von dem was ich da bin? Das sind die paar Blöcke da oben, ne? Du sollst es aufsammeln. Nein, das ist ja gar kein Lithium. Lithium 4. Okay, gut, das kann da die sammeln, irgendwas habe ich falsch gemacht, die sammeln nicht auf. Hast du Storage Hopper dran? Ja. Haben sie Strom? Ja. Der Beacon hat Landepiste gebaut. Die holen das zwar super toll runter. Ich glaube, das da ist Lithium. Oh, geil. 68% Lithium da. Hört sich gut an, oder? Da werden wir mal reingraben. Der Beacon scannt das zwar. No free collector. Oder no free Falcor to collect. Ja, das ist glaube ich gar nicht so weit weg. Da müssen wir schon da rein. Okay. Da gehen wir rein. Stellen wir das Zeug wieder auf. Okay. Ist das. Hm? Ist das Lithium? Zinn ist auch okay. Ja, Ich werde von da herunten sicher nicht Zinn nach oben fördern. Von dem haben wir ja genug. Sri 304, ich stelle die Dings wieder auf, die Dings da, Dingsdangsel. Hose voll. Hose voll. Du bist ein Hosenscheißer. Ja, aber ich weiß nicht, was passiert ist, dass die. Was war das jetzt? War das bei dir? Komische Geräusch? Ich glaube, ich habe ihn Asser gescannt. Das dürfte ihn kitzeln. Kill, kill, kill. Okay. Da oben. Nur dieses Lithium, da brauchen wir nicht draufgraben, weil das Lithium ist nämlich das, was ich oben angehängt habe. Ich werde das. Kein Lithium im Sichtschild. Lauter Klumpert im Inventar. Boah. Falsch. So, was habe ich falsch gemacht? Ach Gott, das ist ja sehr Mini-Vorkommen. Bist du erhoben? Nein. Okay. Dann hättest du kurz schauen können, was das Read ist. Alles egal. Habe ich gleich. So, dann scannen wir da noch. Vielleicht haben wir da wo mehr Glück. Lithium kleiner 1, das ist ja. Nicht brauchbar. Ne? Vor allem das Lithium ist nur in so einer. In einer relativ geringen Spanne von der Höhe her gesehen, wo es vorkommt anscheinend. So. Lithium 8%.
Das hört sich gut an. Zumindest besser als kleiner 1. Wo könnte das sein? Kohle, Kupfer, Zinn, Lithium 4, Iron Ore. So, ja, du bist noch immer auf 262. Okay, dann werden wir da mal rangehen. Okay, da ist jetzt gar kein Lithium. Da ist es auch nicht. Da glaube ich, das ist die Tür. Nein, das ist Kupfer. So, jetzt sollten wir aber zumindest auf 100 sein, dass wir in Ruhe ausprobieren können, was das Thema ist oder nachschauen. Ist sicher was ganz Simples, was ich übersehen habe. Bitte teilt es mir mit. Das ist auch wieder drüben. Ich trinke auch nicht mehr von meinem Sangria. Okay. Zumindest während der Aufnahme. Glaubt ihr kein Wort? So. Naja, jetzt hätten wir alles durchgescannt in der näheren Umgebung. Nur Energie, die wir kennen, ziehen. So, Ruhe ist wieder. 163. Und runter. Mit 163 kann ich leben. Ohne Stress. So, ich glaube, da werden wir jetzt zumachen zu der Höhle, weil ich hab da jede Energie plötzlich erinnern. Irgendwie kommt mir vor, das ist immer dann, wenn man Richtung zum Höhlen offen hat. Tonnen, weil es klumpert. Und. Holding. Was passt nicht? Das mal auf. So, schauen wir mal. Ja, jede Menge Schmarrn. Mit Ohren. Gut. So, du hast den Überblick über die Zeit. Das war noch eine Doppelfolge. Sehr schön. Gut. Nicht gut und nicht gut. So. Ha! Ha! Servomutter, wo ist der Servo? Ich glaube, ich weiß. Jetzt geht das Spiel gleich nochmal von vorne los. Genau, das Auto ab. Grader. Achso, ihr braucht 3 Servomotoren. So, dann werden wir da einmal Verlängerung bitte dran setzen. Jetzt haben wir 3. Du bist du da. Wer ist du da? Ja, was? Wer ist du da? Was gesagt hast, was tust du da? Achso, so ein Schlemmi. Huch, nächste Hülle. Mit Blut von Falcon Beacons. Ah,
Ich glaube, ich hab's. Und los geht's. Same game. Same procedure as every year. Mhm. Der braucht einen Storage Hopper. So, dann stellen wir sie da kurz die Ausbildungskörper auf. Das heißt, wir dann den hier platzieren. Was ist? Ich dachte, ich kann die wieder platzieren. Okay. Super, ist aber jetzt nichts. Was, jetzt kann man die Beleuchtungskörper nicht mehr aufstellen? Welche Beleuchtungskörper? Die Schwammerl oder was? Okay. Ich hab die gerade abgebaut, aber das lässt sich irgendwie nicht mehr aufbauen. So. Spannend. Neues Spiel. Sieht doch immer und jetzt hoffen wir, dass wir wieder am gleichen Eck daherkommen. Ne, ich glaube, genau auf dem Eck werden sie garantiert nicht kommen. Ja, dann baue ich es um. Das. So. Das ist mir jetzt wurscht. Viele sind ja nicht, die ich abbauen muss von den Reducern. Vier, so. Was ist da? Das ist eigentlich sofort aufgehört, dass die angreifen. Ja. Ich habe die Reducer zum Teil wieder aufgestellt und schon war es erledigt. Ich nehme mir die jetzt einfach. Alle? Was haben wir? Sreed 21 mitkrieg. Ah. Der muss ja aufbauen. Mhm. Dalle, dalle. Schneller. Ja, da musst du einfach mehr wegnehmen. Bin dabei. Wenn ich das Dach hab, dann geht's gleich dahin. So. Sweet, sweet, sweet. 22. Ja, Alter. Entschuldigung. Ich gehe mal 23. 22. Okay, na, bringt nichts. Ich werde einfach den Reducer wegnehmen. Richtig. Weg damit. Genau, weg damit. Die Dachverteidigung hält schon. Das kommen nicht gleich irgendwelche Gegner, die wir nicht schaffen. Okay. Jetzt trinkst du von deinem Sangria. Ich arbeite da schon stundenlang in der Mine. Stimmt, ich hätte vorher von deinem trinken können, da ist noch mehr drin. Ja, weil ich nicht zum Trinken komme, du bringst mich immer zum Lachen. Und das geht gar nicht, wenn ich trinken will. So. Wird wenigstens ein bisschen Energie verpulvert. Wenn wir wieder was abschießen. Es sind teilweise. Ah, da. Was ist denn das? Ich höre es. Nein, das ist nur so ein
Die Tunnel-Nuker. Ja. Die verlieren nichts. Die immer automatisch dann kommen, ne? Ja, genau. Ja, der Server läuft heute schon, Randall. 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5. Jetzt geht's gleich los. Schauen wir mal. Ah ja, da sind ja noch gar nicht überall Pipes ausgetauscht. Nein, wie gesagt, nur in Innenkreis habe ich gemacht, in Äußern noch was. So, schauen wir mal auf den Street. So, jetzt nochmal scannen. Bitte, Lithium. Hm? 241 oh, Street. Es ist. Junge, wirf das Gerät an. Ja, ich bin etwas ungeduldig, wie ihr merkt. Gut, ob Tibras Felker funktionieren oder nicht, sehen wir dann, glaube ich, in der nächsten Folge. Wenn das nicht weil die Doppelfolge ist durch. Okay. Und ja. Bis dahin. Wir hoffen, dass es gefallen hat. Wenn ja, schaltet es wieder ein bei Fortress Kräfte Wolf mit der Tibra und dem Anduin. Bis dahin, Happy Gaming und ciao, ciao. Ciao.